Willkommen zurück zu Clash Quest, hier bei mir Free2Play. Heute am letzten Tag der Liga. Heute heißt es wirklich nochmal reinklotzen, damit wir aufsteigen. Zuvor natürlich wieder die Gratis-Items aus dem Shop mitnehmen. So. Dann können wir jetzt nochmal den Kobold upgraden. Ja, und dann heißt es in die Liga. Wir brauchen theoretisch 3 Stages müssen wir schaffen, um aufzusteigen. Weil die oben haben alle schon gekämpft. Und von unten kann eigentlich keiner mehr nachrücken. Naja, werden wir mal unser Bestes geben. Und ja, 3 Stages müssen wir schaffen. So. Ja, gut. Jetzt nicht wieder so super prickelnd von den Kombos. Ich habe irgendwie gern die Bogenschützen. Könnten wir natürlich zusammen swappen, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dafür beide Swaps direkt zu nehmen. Wir könnten auch Feuerball setzen. Dann würden wir nämlich den Weg frei machen für die Kobolde. Mal gucken, was bringt ein Feuer. Ein Feuerball wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Die Frage, machen wir so oder so, dann sind die Mauern halt direkt weg. Okay, und vielleicht noch hier. Nehmen wir immer hier drauf, lassen die Mauern dann da. Hier nehmen wir 2 Rockets. Und dann nehmen wir die Bogenschützen. Na gut, jetzt verlieren wir leider ein paar Einheiten. Lässt sich aber jetzt nicht wirklich verhindern. Wir nehmen die Bogenschützen, um schon ein bisschen Schaden zu machen. Jetzt hätten wir auch eine gute Kobold-Kombo. Die nehmen wir auch mal. So, hier swappen wir, denke ich, den Barbaren noch mit dazu. Und nehmen den, dann hat der eine Schütze dann nur noch ein bisschen Leben und das kriegen wir vielleicht mit dem Kobold. Jo. So, Stage 2. 7 Bogenschützen. Okay, was jetzt? Wir können natürlich den Prinzen hier noch dazu swappen. Prinzen machen halt dann hauptsächlich die Mauern kaputt, aber es ist dann halt so. Ja, schwierig. Ich würde hier die 3 Prinzen nehmen. Okay, was nun? Am besten wäre ja, wenn wir eine Einheit zerstören, die auch gerade schießt, aber gelingt uns nicht so wirklich. Dann nehmen wir mal den Prinzen hier hinten. Dann stirbt leider ein Magier. Dann nehmen wir jetzt die Barbaren. So. Dann setzen wir jetzt die Prinzen und dann die Bogenschützen. Na gut, die Magier sind, glaube ich, jetzt ein bisschen overpowered.
Aber ich sehe jetzt keinen anderen Weg, die Stage hier zu schaffen. Also machen wir das mal. So, kriegen wir den Refill. Hier nehmen wir 8 Magier. Wir haben halt die ganze Zeit keine guten Kombos, ne? Das ist echt nicht so nice. Würde ich sagen, nehmen wir die Prinzen und mit Glück kommen noch ein paar Bogenschützen nach. Na toll, der steht natürlich nicht so gut. Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt kriegen wir die Einheit vielleicht noch irgendwie. Nee. Leider nicht. Na, dann nehmen wir den Bogenschützen noch. So. Und wenn eine etwas größere Bogenschützen-Kombo zusammen. Nutzen wir auch. Ja gut, die Magier ist halt nicht so praktisch eigentlich, weil die ja Flächenschaden, aber ich denke, es geht trotzdem, können wir machen. So, das wird irgendwie Prinz schaffen, genau. Jetzt noch die Hütte dort. Da nehmen wir dann. Ja, hätte ich gesagt, nehmen wir einfach einen Bogenschützen und einen Kobold. Gut, das sind jetzt zwei, dann nehmen wir den einzelnen. Und dann haben wir die 3 Stages geschafft. Das sollte also reichen für die Liga. Aber wir haben noch gut Einheiten übrig. Oh, das ist jetzt schwierig. Ja, tatsächlich 7 Kobolde sagen. Also mit 3 Rockets kriegen wir halt 3 Gebäude kaputt. Mit den 7 Kobolden. Ja, naja, ist halt schwierig. Okay, man kriegt ja damit nicht zwangsläufig 7 Gebäude kaputt. Die gehen ja eher auf Goldlager, die haben wir hier gar nicht. Da würde ich vielleicht doch sagen 3 Rockets. So. Hier können wir den einen Magier dazu swappen. Da haben wir eine größere Combo, die nehmen wir. So, hier nehmen wir auch die Rocket. So. Was jetzt? Wenn wir den Prinzen einsetzen, hätten wir die Mauer kaputt, da hätten wir erstmal einen Durchgangspunkt. Das machen wir auch. Dann stirbt nur noch der Kobold. So. Wir hätten ja theoretisch jetzt auch noch 6 Rockets. Damit könnten wir jedes Gebäude, bis auf das da hinten, und dann noch mit den restlichen Einheiten die Hütte und das Gebäude oben rechts, wo ja ein bisschen übrig bleibt, dann können wir uns noch ein paar Einheiten sparen. So, hier noch drauf. Und dann hier noch eine drauf. So, und das machen wir jetzt mit den Einheiten noch zu Ende. Nehmen wir 3 Barbaren. Genau, dann noch die Bogenschützen, dann haben wir die Stage auch. So, na gut, das ist jetzt echt nicht so gut. Ja, was machen wir? Wie gesagt, nehmen wir 6 Prinzen.
So, dann nutzen wir als erstes die Magier, dann machen wir schon mal die Mauern kaputt. Dann können die Prinzen da nämlich rein, hier nehmen wir die Rocket. Und der Prinz hier unten ist ein bisschen ungünstig, weil er da durchrennt, aber wenn wir hier rüber swappen, zerstören wir die Combo. Davon her würde ich sagen, nehmen wir den jetzt einfach trotzdem so, wie er ist. So. Wir haben immer noch drei Rockets. Heißt also drei Gebäude, die wir noch erledigen könnten. Mal gucken, welche Gebäude wir finishen können. Den hier, den. Okay, wir können jedes Gebäude finishen. Das heißt, wir müssen mit den Einheiten ein Gebäude down kriegen. Sollte ja theoretisch machbar sein. Dann swappen wir den Barbaren mal dahin. Dann können wir das Gebäude zerstören. Dann schießen wir auf die anderen die Rockets drauf. So. Und jetzt die Barbaren rein. Und dann haben wir die Stage auch. Also wir kommen halt wirklich gut weit. Aber ich denke, jetzt wird es zu Ende sein. Ja gut, da könnte man jetzt wieder drei Rockets nehmen. Aber ich denke, das schaffen wir sowieso nicht. Mit sechs Prinzen, wenn die gut stehen. Die Giants, die würden, glaube ich, sowieso nur vier Gebäude. Nehmen wir mal die Prinzen. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach nur so viel Schaden wie geht. Den noch hier rüber. Und dann können wir die reinschicken. Hier noch den Bogenschützen rein, dann stirbt der Goblin. Ja gut, und die Einheiten schicken wir jetzt einfach nur noch rein. Dann haben wir 5 Stages geschafft. Das sollte auf jeden Fall reichen, um aufzusteigen. Und hier ist nämlich Platz 4. Der Tag geht noch 7 Stunden 23 Minuten. Ich denke aber nicht, also auf Platz 9, er hat heute noch nicht gespielt. Er müsste jetzt aber, ja gut, das kann er eigentlich nicht mehr schaffen, so viele Stages. Also ich denke, wir haben den Aufstieg sicher. Ich habe am Anfang nicht so wirklich dran geglaubt, weil wir da echt geschwächelt haben. Wir haben uns aber gut verbessert. Auch nochmal ganz großes Danke an die Tipps, die mir gegeben wurden. Die haben, denke ich, wirklich gut geholfen. Und dann hoffen wir, dass wir aufsteigen. Lasst ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal.